Hallo, herzlich willkommen zu PC Gaming Red Boat Black Horizon. Folge 6 jetzt. Ich hatte letztes Wochenende die letzte Folge hochgeladen und dann Mitte dieser Woche noch eine Folge gemacht. Da habe ich allerdings die Toneinstellungen versaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das Video ist deshalb unbrauchbar. Deshalb sind jetzt einige Sachen, die ich in dem Video gemacht habe, nicht mehr rückgängig zu machen. Also, das wäre Quatsch jetzt hier, den CPU-Kühler wieder zurückzubauen und das Video nochmal neu zu machen. Oder das Netzteil hier nochmal abzubauen und alles. Das ist Quatsch. Deswegen gehe ich jetzt in dem Video einfach mit euch nochmal durch. Die Toneinstellungen sollten jetzt wirklich gut sein. Das sollte so funktionieren. Hintergrundmusik war nämlich das letzte Mal viel zu laut, meine Stimme viel zu leise, man konnte mich gar nicht hören und deswegen geht das Video nicht online. Ich habe in dem Video Mitte der Woche habe ich den Radiator fertiggestellt, der ist angebracht. Die Stopfen von hinten sind zu, damit da nichts austreten kann, habe ich dran gedacht. Wir haben hier 1,5 cm Luft. Ja, also die Abwärme, die hier von vorne durch die Lüfter nach hinten rauszieht. Die Abwärme kann da weg, da ist genügend Platz. Wird ja auch nicht so viel sein, denn da sind noch zwei andere dicke Radiatoren, die das Ganze auch abführen. Ich werde hier in der Mitte die Drehzahl ein bisschen runterschrauben bei den 120 mm Lüftern. Und die 140er am Rand, die werden auch la langsam laufen, aber da wird die meiste Abwärme weggehen, denke ich mal. Von daher wird das Mainboard da jetzt, ich denke, keine thermischen Probleme kriegen, bloß weil hier der Radiator die Abwärme rausdrückt. Ansonsten wäre das noch eine Modifizierung, die ich machen würde. Falls da jetzt wirklich thermische Probleme entstehen, werden wir dann auch mal messen. Von daher, soweit erstmal gut. Radiator ist dran. Dann habe ich endlich das Thermaltake Tough Power PF1. Adressierbares RGB hat das. Und es hat 1050 Watt. Das ist endlich angekommen. War auch eine Investition, muss ich sagen. Denn mein altes Charcoon, das Cool Zero, das hat ja gar keine Beleuchtung gehabt und 750 Watt, das hätte vielleicht funktioniert, aber ich wollte kein Risiko eingehen und ich wollte es auch adressierbar RGB haben. Deswegen kam jetzt das 1050 Watt in Frage. Das 1200 Watt habe ich persönlich als ein bisschen. Ich glaube, das wäre over the top gewesen. Das ist nicht nötig. 1200 Watt. Selbst wenn man alles übertaktet, ne? Dann hat man bei den RTX 3090, ich sag mal, bei den Spitzenlasten 600 Watt anliegen. Kurzzeitige Spitzenlast. Und wenn man dann noch den Prozessor übertaktet, 10.900K mit Übertaktung, der zieht sich auch gerne. Ich sag mal, 250 mit Spitzen, so 300 Watt. Da sind wir bei 900. In den Spitzen. Wird ja nie vorkommen eigentlich, ne? Dass das alles so in der Spitze so hoch geht. Und der Rest Kleinkram, das ist ja nicht der Rede wert, sag ich mal. Lüfter und so. Also die 1050 sollten uns vollkommen ausreichen. Von daher ist das ins System gekommen. Das Netzteil, da ist nicht nur der Lüfter RGB beleuchtet, sondern auch die Seiten. Ja, also hier an der Seite ist der Thermaltake-Schriftzug mit den 1050 Watt. Rechts und links auf beiden Seiten adressierbar RGB beleuchtet, wird hinterher über den Rainbow 2 gesteuert. Ja, der Rainbow 2 ist ein super Teil. Da werden wir hinterher die komplette RGB drüber synchronisieren und steuern. Lüfter wahrscheinlich auch. Ebenfalls mit Temperatursensoren. Wird übrigens auch reinkommen.
Jetzt muss ich mal überlegen. Ich habe einen Sensor hier, den ich direkt in den Wasserkreislauf einbinden kann. Den werden wir einbauen und ich denke, weil sich das Wasser sowieso ziemlich gleichmäßig bei so einer Größe ziemlich gleichmäßig erhitzen wird, wird uns der eine Sensor wahrscheinlich auch reichen, wenn man da einfach direkt hinter CPU oder GPU den Sensor in den Kreislauf einbindet, sodass er an der wärmsten Stelle gefüllt wird. Kann dann der Sensor die Daten an den Rainbow übergeben und der Rainbow, der regelt dann die Lüfter hoch. Und da wird der eine Sensor reichen. Auf jeden Fall. Es hat sich noch was getan diese Woche. Es ist Material gekommen. Leider noch nicht die zweite Pumpe, die ich bestellt hatte. Die ist immer noch nicht da. Die wird auch nicht mehr kommen. Das Paket scheint verloren zu sein. Ich habe schon eine neue geordert. Die ist unterwegs. Wird jetzt allerdings auch 10, 14 Tage dauern, bis sie da ist. Von daher haben wir ein bisschen Zeit mit dem Bau. Das heißt, wir können uns jetzt konzentrieren hier auf Kabeldurchführung zum Beispiel. Ausgleichsbehälter muss hier angebracht werden. Die neuen Lüfter sollen schon montiert werden. Hier die Wing Boost 3. Kann ich auch mal gerne zeigen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal in einem Video gemacht habe. Wing Boost 3. Oder hier rein. Ja. Ich habe 6 Stück in der 140mm Variante und 3 Stück in der 120mm Variante, eben um die Radiatoren zu versorgen. Alle mit Lüfter. Auch damit es gleich aussieht alles. So. Das hier ist übrigens das Minimum an Kabel, was wir brauchen. Das Minimum, um das System überhaupt startfähig zu kriegen. Da ist noch keine RGB bei und da sind noch keine Pumpen bei, ne? Und da sind keine Lüfterverkabelungen bei und das fehlt alles noch. Nur damit der PC startet. Wollte ich mal gezeigt haben. So. Kann dann an Seite. Ich habe im letzten Video den EK Waterblocks Kühler gezeigt, vorgestellt. Nein, das Video ist ja gar nicht online gegangen. Wisst ihr gar nicht. EK Velocity, ursprünglich 12 Volt RGB. Ich habe in der Zwischenzeit die Mounting Plate bekommen. Die ist angekommen. Ja. Digital RGB, 3 Pin. Und hatte im letzten Video das Teil umgebaut. Kann ich jetzt leider nicht mehr zeigen. Ist jetzt fertig umgebaut. Könnt ihr sehen. Ist jetzt 3-Pin. 3-Pin. Von daher fertig umgebaut. Hatte ich auch getestet. Leuchtet wunderbar. Adressierbar, einstellbar. So, und jetzt kann ich euch noch zeigen, was wir sonst so alles verbauen werden. Die Röhren sind nämlich da. Wir haben endlich alle Röhren hier und ich zeige euch jetzt mal die drei Varianten, die ich so bestellt habe. Das sind 50 cm lange Bixky-Röhren, satiniert, ja, also milchig. Und ich wollte eigentlich, weil ich die letzten Systeme entweder satiniert oder Klarglas gemacht habe, wollte ich in diesem System, wollte ich mir auf jeden Fall erstmal anschauen, ob das vielleicht auch gut aussieht, wenn man das mal kombiniert. Ich habe nämlich auch Klarglas und 90 Grad gebogen. Ja. Könnt ihr also Klarglas, 90 Grad gebogen. Ebenfalls 50 lang und 20 breit. 50 mal 20 sind die. Und als drittes
haben wir noch ein bisschen mehr Geld ausgegeben. Ja. Wir reden zwar hier nicht von der Höllenmaschine, aber das Teil wird auch immer teurer, muss ich sagen. Ich habe von Corsair die XT Hardline-Röhren bestellt. Die sind einen ganzen Meter lang und satiniert. Da kosten allein die drei Röhren 20 Euro. Ich weiß, als Einzelbetrag sind 20 Euro nicht viel. Aber wenn man da 20 Euro ausgibt und bei den anderen Röhren nochmal 60, 80 Euro ausgibt, ne, dann hat man nur an Plastikröhren schnell einen Hunderter da liegen. Wirklich schnell. Und wenn man dann keine Übung hat und auch noch ein bisschen üben muss beim Biegen, das ja auch kommen wird, dann muss man noch ein paar Röhren extra bestellen und dann kann so ein System ganz schnell ganz teuer werden. Also, man kann es sich einfach machen und Softtubes verwenden. Einfach Fitting reinschrauben, Schlauch drüber stülpen, festdrehen, fertig. Ne? Man kann aber auch Hardtubes verwenden, das Ganze biegen, schön machen, gerade, winklig und so weiter, wie man möchte. Hardtubes sind immer teurer, viel teurer. Also, wenn man sich da vertut, ist schnell so eine Röhre, die 10 Euro kostet, kaputt. Und da muss man sich dann beim Biegen ganz schön viel Mühe geben, damit das nicht passiert. Und jetzt kann ich euch noch zeigen, was wir sonst so hier liegen haben. Der ganze Kleinkram drumherum. Man muss ihn haben. Man kommt nicht ohne aus. Man kann auch nicht sagen, bestelle ich nicht mit, ist mir zu teuer. Man muss es da haben, weil sonst kommt man nicht weiter. An irgendeiner Stelle braucht man den Kleinkram. Und deswegen habe ich so einiges auf Vorrat hier. Und das ist zum Beispiel kleine Winkelstücke. 90 Grad drehbar. Oder Verlängerungen. Ja? 20 mm in dem Fall. Man braucht diese Schraubnippel, diese Verbindungsteile. Dann kommen dann noch hier so Alpha Cool 10 mm Verbinder oder Verlängerungen vielmehr. Dann braucht man noch, ich halte es einfach mal so hoch. Man braucht Winkelchen, ne, wenn man nicht jede Röhre biegen möchte, muss man auch mal den Winkel verwenden. Also, alleine da steckt richtig Geld drin. Dann braucht man natürlich, wenn man jetzt unterm Radiator vielleicht einen Ablasshahn machen will, braucht man auch, ich hole den mal eben raus, ist einfacher, kann man besser sehen, braucht man auch schon mal so ein T-Stück. Ja. Der ist jetzt in dem Fall von Alpha Cool. Ich habe auch andere. So, so ist jetzt so. Da ist er offen. Links und rechts ist er offen. Ja, da könnte man jetzt einfach hingehen und den anbringen und unten drunter dann den Ablasshahn machen. Habe ich mir aber jetzt schon anders überlegt hier. Das wird anders sein. Ja, dann gibt auch so 20 mm Verlängerungen. Jede Menge Kleinkram halt. Und wir brauchen natürlich in so einem System auch Fittinge. Fittinge sind auch da. Wo habe ich denn den? Hier. Das sind die Bixky-Fittinge, die hauptsächlich verwendet werden. So. Bixky 14 mm. Und in einer sehr guten Variante, denn es sind drei Teile. Ja, drei Teile. Überwurfmutter, Gummistopfen und Fitting-Verschraubung. So. Das ist einer der
besten Fittinge, die ich erlebt habe. So. Ich kann das mal anhand einer Röhre zeigen. Es gibt ja doch häufig Leute, die sprechen davon, dass ihr System undicht geworden ist. Ist mir auch schon passiert, keine Frage. Aber mit diesen Fittingen noch nie. Hat einen ganz einfachen Grund. Die sind super durchdacht. So. Wir haben also unsere 14mm Röhre. Stecken da die Überwurfmutter drüber. Dann kommt dieser Gummi da drauf. Einfach bündig hier. Na, bündig abschließen. Dann wird das geschraubte Fittingstück dagegen gesetzt. Nur dagegen setzen, mehr ist es nicht. Da braucht man keinen Druck, kein gar nichts. Und dann kommt die Überwurfmutter drüber. Und wenn man das hier festzieht, strafft sich der Gummi einfach innen drin. Ja? Der Gummi drückt sich zusammen und schließt das Ganze ab. Da kann keine Röhre mehr rausrutschen. Also wenn ihr Anfänger seid zum Beispiel, holt euch die Fittinge von Bixky, kann ich wirklich nur empfehlen. Und ich kriege da kein Geld für, ne? Also es soll jetzt keine Werbung sein. Aber wenn ihr die einfach gerade dran steckt, festzieht, die sind bombenfest. Da kommt nichts raus. Und die platzen nicht, da kann auch Druck im System sein, da passiert nichts. Er reißt euch irgendwo eine Röhre oder so. Also. Ich sag das, weil ich habe ja auch schon andere Fittinge probiert. Ich habe keine Ahnung, es ist wahrscheinlich das 15. System oder so, was ich mit Wasserkühlung baue. Und ich habe zum Beispiel damals die Alpha-Cool-Fittinge getestet. Und bei denen ist es so, wenn man da von Punkt A zu Punkt B, ja, und von Punkt A zu Punkt B die Röhre einen Ticken zu kurz hat, dann durch den Wasserdruck drücken die sich da raus. Ist einfach doof. Da muss man gucken, dass die Röhren perfekt in der Länge sind, dass das ein bisschen auch auf Spannung steht zwischen den zwei Punkten, dass da die Röhre sich einfach nicht rausdrücken kann aus den Fittingen. Weil die Alpha-Cool-Fittinge damals einfach anders gebaut waren. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist. Ich habe sie aktuell nicht im Blick, was da ist. Aber Leute, Bixky, eine gute Wahl, könnt ihr wirklich nehmen. So. Röhren haben wir, ne? 50 cm Bixky-Röhren satiniert. Die 90 Grad Winkelröhren Klarglas und die 1 Meter langen Röhren von Corsair auch satiniert. Die werden also Einzug erhalten in dem System. Und ich kann euch noch was zeigen. Die Radiatoren, also es kann natürlich immer sein, dass man irgendwie mal Wasser wechseln will, vielleicht eine Farbmischung ausprobiert oder so. Deshalb Entschuldigung. Deshalb muss man irgendwo für eine Möglichkeit sorgen, dass das Wasser auch abfließen kann. Und zwar ohne das System hochzuheben, auf den Kopf zu stellen, wie auch immer. Gerade bei dem Monster wird das eine ganz schwierige Nummer, das Teil auf den Kopf zu stellen. Da braucht man zwei Mann für, sonst geht das gar nicht. Und deshalb werden wir hier rechte Seite, linke Seite unter den Radiatoren Ablasshähne machen. Das werden die von Alpha-Cool sein. Die hatte ich mir zum letzten System schon gekauft. Die sind okay. Die hatte ich im Angebot gekauft. Ansonsten hätte ich mir wahrscheinlich lieber die Ika Waterblocks gekauft, wo ich mir jetzt einen von bestellt habe. Den kann ich auch gerne mal zeigen, da ist sogar noch eingepackt. Mal den mal raus. Das hier wird dann der dritte im Bunde werden. So. Denn der ist gut verarbeitet. Der Hahn. Hoppla. So. Der geht wirklich 90 Grad.
gerade, absolut. Schließt vernünftig. Ein gutes Teil. Und die Alpha Cool. Bei den Alpha Cool steht einfach der Griff immer ein bisschen schräg. Ich weiß auch nicht. Ist natürlich kein technisches Problem, aber sieht einfach optisch nicht so toll aus, wenn das ein bisschen schräg steht, ne? Deswegen hatte ich da jetzt einfach mal einen IK Waterblock-Skip bestellt und wollte mal wissen, ist der besser? Und ja, ich finde den nicht nur optisch ansprechend, sondern der Griff ist auch gerade. So. Also, der wird als dritter dann hier an den mittleren Radiator unten links kommen. Der wird hier angeschlossen. Denn wir brauchen den an der Stelle. Denn die zwei Radiatoren rechts und links, die hängen höher. So wie auch alles andere. Hier ist die tiefste Stelle. Das heißt, von irgendwoher wird hier das Wasser nachlaufen und hier raus wollen. Das heißt, der wird immer voll sein. Wenn man das System richtig entleeren will, muss halt an der tiefsten Stelle geöffnet werden. Ne? Entweder einfach hier Deckelchen öffnen und siffen lassen oder halt vernünftig mit einem Kugelhahn, wo man eine Dose drunter stellen kann und dann läuft das vernünftig ab. So, auch wieder Kostenfaktor, ne? 15 Euro oder was? Hier und da und überall. Ja, ich habe eigentlich sonst auch alles hier. Es sind Winkelchen da, es sind Verlängerungen da, wir haben die Verbindungsnippel da, wir haben die T-Stücke da. Was wir noch da haben, habe ich gar nicht gezeigt. Ist aber, glaube ich, in den letzten Videos gekommen. Anzeiger von Bixki für, lass mich überlegen, für die Temperatur, also die Wassertemperatur, für die Durchflussmenge und für die Pumpendrehzahl. Leute, Pumpendrehzahl. Ich weiß nicht, wo der die herholt, ne? Aber ist ziemlich genau. Also, für eine geschätzte Sache habe ich mir angeguckt. Ich habe einen Testaufbau gemacht. Einfach nur Radiator, einen kurzen Kreislauf. Zeigte der ziemlich genau an. Temperatur war, glaube ich, 1 Grad Unterschied. Also, und das, ich habe extra den Testaufbau so gemacht. Und Wasser im Wasserkocher auf 40 Grad, destilliertes Wasser in den Wasserkocher, 40 Grad. Hab mir das umgefüllt in eine Flasche zum Ein- und Ausfüllen, zum Einfüllen. Und dann habe ich gemessen mit meinem Multimeter, da ist ein Thermometer dran, dann den Wassertemperaturfühler, den ich hier habe, der hinterher auch ins System reinkommt. Dann als dritte Option, das dritte war dann der Temperaturanzeiger von Bixki. Und als viertes, um eine ganz genaue Temperatur zu haben, habe ich mir ein Kinderthermometer genommen. Ja, wirklich? Kinderthermometer. Bei 40 Grad hat ein Kind Fieber, ne? Die sind sehr genau. Und das habe ich einfach oben in den Ausgleichsbehälter gehangen. Wunderbar, hat die Temperatur angezeigt und ich hatte auf Nachkommastelle eine genaue Angabe. Multimeter, Kinderthermometer, Temperaturfühler und der Anzeiger. Und der Anzeiger macht einen guten Job. Also auch die Durchflussmenge, die misst er ja durch so ein Pumpenrädchen, was sich da in Bewegung setzt, wenn das da durchfließt. Und wird dann über Induktion, denke ich mal, gehen. Dass er da eine Drehzahl kriegt. Und anhand dessen wird er dann auch aufgrund des Querschnitts und der Drehzahl wird er eine Durchflussmenge bestimmen. Also auch das gut gelöst. Nicht allzu teuer, sage ich mal. Da gibt es natürlich auch eine deutsche Firma, die da Durchflusssensoren baut. Die sind noch genauer, muss man ganz klar sagen.
Aber das Ding macht einen Job, der gut ist. Und wir haben von diesen Sensoren, von den Anzeigern, habe ich 3 Stück bestellt. Die können rein, müssen aber nicht. 2 Stück wollte ich auf jeden Fall für Temperaturen vor. Vor dem Prozessor und nach dem Prozessor oder der Grafikkarte, damit man einfach mal auch ein paar Temperaturunterschiede feststellen kann. Auch wie viel Wärme dann über die Radiatoren wirklich abgeführt wird. Deswegen sollen da diese 3 Anzeiger rein. Und zu den 3 digitalen Anzeigern, die mir auch die Temperatur anzeigen, sollen auch ein System an einer vielleicht unauffälligen Stelle diese kleinen Wunderwerke hier. Ja, die sind ja, ich sag nicht sehr umstritten. Wie soll man sagen? Die sind eigentlich nicht umstritten, sondern entweder sind sie beliebt oder unbeliebt. So. Die Teile hier, davon habe ich 4 Stück, werde ich vielleicht nicht einbauen. Aber bei den Teilen brauche ich keinen Strom. Kann ich eine Position bestimmen, die unauffällig ist, irgendwo in der Ecke, was auch immer. Und die zeigen mir einfach an, ob meine Pumpen funktionieren oder nicht. Ist Durchfluss da, drehen die sich. Ist kein Durchfluss da, stehen die Teile. Das Beste, wirklich das Beste Teil, um einfach festzustellen, ob ein System gekühlt wird oder nicht. So. Deswegen habe ich die hier. Ich habe 4 Stück an der Zahl. Wir schauen mal, wo sie reinkommen. So. Ich hatte, glaube ich, auch in den anderen Videos schon gezeigt, dass aufs Mainboard ja die M2-Festplatte gesteckt ist und dass wir in diesem System dann auch mit dem M2-Festplattenkühler die Festplatte auch kühlen wollen. Ist auch eine schicke Variante. Wird die M2 nicht brauchen. Ist ein optischer Hingucker. Von daher alles gut. So, also, das ist gekühlt. Auch der Arbeitsspeicher, digital RGB, ne? Und wassergekühlt, unser Arbeitsspeicher. Wir haben ja 4 Riegel a 8 GB, ne? Wir haben 32 GB Arbeitsspeicher mit 3600 MHz und CL17, also guten Timings, die ich auch schon im Vergleich getestet habe. Die machen im Vergleich zu den 4133 MHz mit CL19 machen die 48.000 MB pro Sekunde im Durchschnittsdatendurchsatz zu 52.000. Also die 4133er, die sind etwas schneller, aber für mich keine 200 Euro Differenz wert, muss ich es mal so sagen. Denn ich bekomme die 3600er, die waren, glaube ich, jetzt mal aktuell so um die 200 Euro, 32 GB. Und die 4133er, die kosten dann schon über 400 Euro. Als 32 GB Kit, ne? Und dann muss man auch noch Glück haben, dass das Mainboard und der Prozessor damit klarkommen, dass sie auch 4133 MHz mitmachen, ne? Das ist immer noch so eine Sache. Von daher haben wir es kompatibel mit den 3600. Das läuft einfach auch auf AMD. Und dafür muss man sich nicht entscheiden, ob man Intel oder AMD hat. Die laufen einfach immer. Und 32 GB und einen hohen Datendurchsatz. Das ist ein echt gutes Kit. Kann ich übrigens mal zeigen. Einmal kurz drehen wegen dem Kabel.
Patriot Viper. Ja, ich habe davon 2 16 GB Kits gekauft. Und laufen einwandfrei. Einstecken, XMP-Profil laden, 3600, CL17. Die starten und funktionieren. Und die sind echt günstig. Also 100 Euro pro Kit sind 200 Euro, 32 GB. Da kann man nichts mit verkehrt machen. Mehr Geld kann man natürlich immer ausgeben, aber ne? Mehr Geld steht ja hier schon. So. Freunde. Das war jetzt mal so ein kleines Zwischenvideo zum Wochenende. Was sich so getan hat mit dem letzten Video Mitte der Woche, was leider untergegangen ist. Also nochmal zusammengefasst. Netzteil ist da, ist montiert oben rechts. Auch mit noch einer kleinen Kunststoffplatte dahinter, damit es schöner aussieht. Der EK Velocity CPU-Kühler ist umgebaut auf Digital RGB. Die Röhren sind gekommen, die Fittinge sind da, die Temperaturanzeiger, die Temperaturfühler, die Winkelchen sind da. Eigentlich, was jetzt noch fehlt, ist die letzte Pumpe. Da warte ich noch drauf. Und hey, das Allerwichtigste fehlt noch. Die Grafikkarte. Grafikkartenproblem. Ja, da hat Nvidia natürlich, ich sag mal, Mist gebaut einfach. Auch wenn die bei sich einen Feiertag haben, warum auch immer man dann sagt, ja, tut uns leid, wir haben da einen Feiertag. Da kann das ja mal passieren, dass wir ein paar zu wenig Grafikkarten haben. Ja. Nvidia, ganz ehrlich, da hat kein Mensch auf der Welt Verständnis für. Wenn ihr zu wenig Grafikkarten habt, habt ihr zu wenig Grafikkarten. Kommt aus der Hufe, lasst die Dinger produzieren, haut nicht irgendwelche Infos raus zum Release, schmeißt das Ding nicht auf den Markt und habt dann nichts da. Ganz ehrlich. Ein Unding. 3080 und 3090. Keine lieferbar. Keine. Und wenn dann mal gerade mal kurzfristig was auf lieferbar steht, dann klicken auf einmal 1000 Leute auf dieselbe Grafikkarte und dann hat der erste die Grafikkarte und die anderen 999 bekommen eine Benachrichtigung, ja, von wegen, tut uns leid, ist doch nicht mehr lieferbar. Ja, was ist denn das? Da ist man fast geneigt, eine AMD zu kaufen. Einfach nur, weil man pisst auf euch ist. Ganz ehrlich. Wenn eure Grafikkarten nicht so gut wären, ne? Oder mehr Leistung hätten, dann wäret wieder eine AMD, ganz ehrlich. Aber die RTX-Geschichte mit den Tensor Cores, dem DLSS, das rettet euch zumindest noch. Ne? Nvidia, lasst euch das mal gesagt sein, von einem, der ziemlich oft neue Grafikkarten braucht. Ja. Liebe Leute, wir beenden das Video jetzt hier. Zum nächsten Video werden wir dann den Schlitz hier reinmachen. Wir werden den Ausgleichsbehälter montieren. Die ganzen Lüfter kommen dran, damit die Kabel schon mal nach hinten kommen. Die Kabel werden dann natürlich auch direkt eingesteckt. Das haben wir dann auch erledigt. Und vielleicht machen wir ja sogar ein paar Trockenübungen. Wir könnten. Ich glaube nicht, dass wir es alles im nächsten Video schaffen. Aber wir könnten zum übernächsten Video vielleicht das Mainboard montieren, inklusive CPU, Luftkühler, meine alte 980 Ti, weil wir haben ja noch keine neue Karte. Das könnten wir alles schon montieren und zum Laufen bringen, auch wenn wir
noch keine neue Grafikkarte hier haben. Aber so könnte man zumindest schon mal auch Röhren biegen, weil man dann schon mal weiß, wo ungefähr die Reise hingeht. Die Arbeitsspeicher könnten schon bestückt werden mit dem Wasserkühler. Die Festplatte M2 könnte auch schon bestückt werden mit dem Wasserkühler. Und die werden auch laufen, ohne dass da Wasser durchläuft. Da könnte man dann aber schon mal Fittinge anschrauben, Röhren messen. Also dafür könnte man das ganze System eigentlich sogar schon mal komplett aufbauen. Uns fehlt halt wirklich nur eine Pumpe, eine Grafikkarte. Mit Wasserkühler natürlich. Grafikkarte mit Wasserkühler, wohlgemerkt. Das fehlt uns noch. Dann könnte das System laufen. Nicht auf eigenen Füßen, weil es ja ein Computer. Aber ja, ich würde mich freuen, wenn ihr zum nächsten Video dann wieder einschaltet. Lasst mir ein Like da, wenn euch das Video so gefallen hat. Und wenn ihr benachrichtigt werden wollt, dann müsst ihr auf Abonnieren klicken und die Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn das nächste Video kommt. Und ich will auch hoffen, dass es jetzt nicht wieder eine Woche dauert, bis das nächste Video kommt. Das tut mir ein bisschen leid, weil ich hatte das Video eigentlich Mitte der Woche angedacht. Aber jetzt ist schon wieder Wochenende. Und ja, manchmal steckt man halt nicht drin. Man nimmt was auf. Man guckt nicht über den Ton. Und wenn alles aufgenommen ist, ist alles scheiße. Ja, jetzt ist alles gut. Das System so, wie es aktuell ist, sieht's gut aus. Die Teile sind so gut wie alle da und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video. Macht's gut, bye bye und ciao.